Heute zeige ich dir, wie toll dezente Nude-Töne mit romantischem Pink harmonieren. Lass dich von dem aufregenden Design verführen. Auf deinen vorbereiteten Nagel trägst du das Grundiergel auf und lässt es 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Verziere die rechte Nagelhälfte mit dem Farbgel Nude Rose Glimmer und die linke Nagelhälfte mit dem Farbgel Rosy Touch. Lasse dabei eine kleine Fläche in der Mitte des Nagels frei. Erneut wird das Gel für 2 Minuten ausgehärtet. Die freie Fläche in der Mitte wird nun auch in leichten Wellen mit dem Farbgel Wet Look Magenta ausgefüllt. Wieder wird das Gel für 2 Minuten ausgehärtet. Zusammen mit dem Aufbaugel Kladün trägst du das Illusion Glitter 3 Candy Pink direkt neben dem mittleren Streifen auf. Nun wieder 2 Minuten aushärten lassen. Deinen Aufbau erstellst du mit dem Fiberglas Gel. Nachdem auch dieses Gel ausgehärtet wurde, feilst du deine Modellage in Form, bufferst den Nagel vorsichtig an und entfernst gründlich den Feilstaub. Jetzt verzierst du den mittleren Streifen mit zarten Punkten, die du mit der Kreativmalfarbe Weiß auftupfst. Versiegele nun dein Motiv mit dem Versiegelungsgel und lass es wieder 2 Minuten aushärten. Zum Schluss entfernst du nur noch die Schwitzschicht mit Cleaner. Ich hoffe, dich begeistert dieses romantische Design genauso wie mich. Alle benutzten Materialien, Gele und Hilfsmittel findest du übrigens im Online-Shop. Bis bald, deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.